Wer von Wien nach Rüdenau will, der muss relativ früh aufstehen, nämlich weit vor 5 Uhr. Und genau das haben wir getan, sind jetzt knapp nach 6 Uhr auf dem Gelände des Wiener Zentralbahnhofs, von wo aus wir mit dem Zug nach Nürnberg und dann weiter über Aschaffenburg nach Rüdenau fahren werden. Dort besuchen wir die Destillerie St. Kilian und werden von dort einige Bilder mitbringen, einige Gespräche. Darauf freuen wir uns schon sehr und laden Sie ein, mit uns mitzukommen. Der Ort Rüdenau ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist ein kleiner, verschlafener, idyllischer Ort, aber dennoch ist er aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen ist er einer der wenigen Orte, die nur über eine Stichstraße erreichbar sind. Das heißt, Sie müssen über die Straße, in die Sie in die Ortschaft gekommen sind, diese auch wieder verlassen. Und Rüdenau ist die Heimat der größten deutschen Whisky-Destillerie, St. Kilian. Und den Ort und die Destillerie, die wollen wir uns heute anschauen. Wer in Rüdenau übernachten will, der hat eigentlich nur eine Möglichkeit, aber die ist schön. Das Gasthaus Stern ist das einzige Hotel vor Ort. Es liegt direkt im Zentrum vor der Kirche, oder besser gesagt vor der kleinen Kapelle. Und es ist gleichzeitig eine Fleischerei. Das heißt, dort bekommt man zum Mittag und am Abend hervorragende Fleischgerichte. Der Ottilienbrunnen, dessen Wasser angeblich die Sehkraft stärkt und für das tatsächlich Menschen nach Rüdenau reisen, und die Kirche oder Kapelle im Ortszentrum sind die Sehenswürdigkeiten direkt im Ort. Erwähnenswert ist vielleicht auch die kleine Blumenhandlung, die auch als Kaffeehaus dient und einige Sitzplätze an der sogenannten Hauptstraße anbietet. Jetzt aber zur Destillerie St. Kilian, die direkt am Ortseingang liegt. Wir sind schon sehr gespannt darauf, was sich hier in der Destillerie seit unserem letzten Besuch getan hat. Wir waren zum letzten Mal vor 2 Jahren vor Ort und was sich seitdem geändert hat, wir sehen hier auf die Front eines Lagerhauses, in dem Fässer gelagert wird, und man sieht, unter den Fenstern hat sich tatsächlich schon so etwas wie der Whiskypilz gebildet, also diese graue, fast schwarze, amorphe Masse, die davon zeugt, dass hier Whisky reift. So wie in den amerikanischen Destillerien zum Beispiel oder auch in den schottischen. Aber natürlich ist auch sonst hier einiges neu. Und über diese Neuheiten wollen wir jetzt mit Master Distiller Mario Rudolf sprechen, der uns vor der Destillerie empfängt. Ja, hier draußen haben wir ein drittes Malzsilo installiert, wie man hier hinter mir sieht, das linke. Einfach um die Kapazität einfach des Malzes, den wir einlagern können, zu erhöhen. Mit steigender Produktionsmenge brauchen wir mehr Kapazität und können auch so die Malzanlieferungen, die wir entweder aus Schottland von Glenest Maltings kriegen oder hier aus Bamberg von der Melzerei Weiermann, dann eben auch Chargen genau abgetrennt einlagern, was dann einfach für die Rückverfolgbarkeit und auch für die Experimentierfreude, die wir da an der Tag leben mit verschiedenen Malzmischungen, einfach viel praktikabler ist für uns. Wie oft befüllt ihr diese Tanks neu? Je nachdem, ob wir 3-Schicht-System fahren, das machen wir auch ab und zu mal, wo wir dann 8 Sude die Woche machen. Wir haben ja pro Sud dann ca. 2,5 Tonnen, je nach Mischung. Haben wir schon 1,5-2 Wochen, in denen quasi im Rhythmus dann quasi die Malzanlieferung los hier ankommen. Ja, wenn wir jetzt hier drin sind, vorbei an der ersten Step der Schrotmühle in unserem Schrotrumpf, konnte man zu einer anderen Neuerung, die wir haben, und zwar dieser große Tank. Jede Brennerei braucht im Grunde einen Schlempetank. Man würde sagen, das Spent Wash in Schottland. Das heißt, der Rückstand, der Abfall nach der ersten Destillation, nach dem ersten Rohbrand, der muss ja wohin. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den gar nicht hier reinpumpen müssen. Der Tank war dafür vorgesehen, sondern wir können den direkt in die Kläranlage gehen lassen. Die sind sogar sehr froh darüber, über diese Fracht, die man da mitbringt, an Biomaterial. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, diesen Tank hier umzunutzen. Und das ist jetzt unser Wash Charger. Wash Charger, was heißt das? Das ist ein Puffertank, in dem wir nochmal Wash zwischenparken können, bevor wir sie dann in die Destillation bringen. Und das erhöht uns
bei gleicher Mannstärke einfach die Kapazität, die wir pro Woche produzieren können. Nämlich statt 6 Suden, 7 Sude im Zweischichtbetrieb, und das ist eine tolle Sache. Einfach durch die Umnutzung dieses Tanks, den haben wir komplett neu verrohrt, eingebunden in die Steuerung. Ja, die zweite Neuerung. Destillation rennt, unser Spirit Safe. Auf der linken Seite laufen gerade noch die, ja, das sind die Feints, also wir sind im Nachlauf. Auf der rechten Seite mit ordentlich Carajo die Low Wines, wahrscheinlich mit 500, 520 Liter pro Stunde gerade im Moment. Hier hat man die Möglichkeit, eine Probe zu nehmen, Alkoholgehalt zu bestimmen, aber auch hier natürlich sensorisch für einen Cut. Probe zu nehmen und dann festzulegen, wann Vorlauf- und Nachlauf-Cut ist. Und wie sich für eine deutsche Destillerie gehört, alles hinter Verschluss. Ganz genau, das ist die Besonderheit. Wir können hier leider nicht einfach mal so ran und können mal schnuppern. Gut, wir können hier im Feinbrandbereich, über im Spirit-Bereich Probe nehmen, aber ja, alles verschlossen. Mal gebrannt wird, die Wash sich drin befindet mit 8% Alkohol, überdestilliert wird und ja, gerade auf Hochtouren läuft. Ja, also wir haben bei unseren Washbacks auch ein paar Neuerungen drin. Also die ganze Zeit waren ja schon, wenn man hier mit reinschaut, Kühlplatten mit installiert. Das sieht man jetzt in Schottland auch selten, damit wir die Temperatur regulieren können unserer Gärung, damit wir im Optimum der Hefe laufen. Zusätzlich haben wir jetzt eben diese Schaumzerschläger, nennen wir das, Foam Destroyer eingebaut. Die halten uns quasi die Schaumdecke auf einem gewissen Niveau, dass es nicht überschäumt. Zuvor haben wir das mit ein bisschen, was auch bekannt ist aus Schottland, die machen es oft mit Seife, mit ein bisschen Fett, den Schaum zurückgehalten. Wir haben uns jetzt für eine mechanische Schaumzurückschlagung entschieden. Aus gewissen Gründen. Das heißt, gar nichts mit Seife oder Fett, sondern nur rein. Das ist nicht mehr notwendig. Also wir haben jetzt eben, dadurch, dass es, dieses Rohr quasi den Schaum immer schneidet, eine manuelle Niederschlagung des Schaums. Also der fällt dann in sich zusammen und gerade in der Hauptgärung, die jetzt gerade noch läuft, geht er dann über ein gewisses Niveau nicht mehr drüber. Man sieht jetzt schon, dass der nur noch das kurz kratzt. Also, aber wenn es richtig schäumt, dann will der Schaum schon oben drüber und dann reicht quasi diese mechanische Schaumniederschlagung. Zusätzlich haben wir im unteren Teil, im Bodenbereich, ein Bodenrührwerk installiert, hier Washback, das ganz sanft die Wash umrührt. Und da haben wir mehrere Vorteile, die wir daraus ziehen wollen. Zum einen Homogenität, das ist für die Probenahme zum Beispiel wichtig, wenn wir den Alkoholgehalt bestimmen wollen, den Extraktgehalt, wie ist die Vergärung verlaufen, gut durch Mischung, aber auch die Hefe bleibt in Schwebe. Die Hefe hat ja eine gewisse Flokulation, das ist also ein Absetzen der Hefe während der Gärung. Dem wollen wir entgegenwirken. Wir wollen, dass die Hefe in Bewegung ist und dass die Hefe an das Substrat rankommt, um genug Alkohol entstehen zu lassen. Das geht durch das Rühren und am Ende, dass wir eine Homogenität haben, wenn wir Richtung Destillation gehen. Die Low Wines dann rausdestillieren, das heißt, wenn die Wash in sich homogen sein soll. Wir haben ja hier 10.800 Liter, wir teilen die Wash in zwei Teile, in 5.400 Liter. Und wir wollen, dass diese zwei Teile auch gleich sind. Und das Rühren, durch das Rühren erreichen wir genau auch das. Jetzt sprechen wir noch über etwas, was wir an und für sich so nicht als essentiell für eine Destillerie sehen, was es allerdings natürlich ist. Und zwar geht es um eine simple Angelegenheit, Anführungszeichen bei simpel, wie eine Pumpe, Mario. Ja, das Pumpen gehört ja mit dazu, ganz wichtige Tätigkeit. Man muss ja Flüssigkeiten von links nach rechts, von einem Tank in den anderen pumpen, bei der Fassentleerung und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass gewisse standardmäßig eingesetzte Pumpen, wie Kreiselpumpen, gewisse Nachteile bieten. Also wir haben eine Veränderung schon im New Make, wenn man den rumpumpe, oder auch gerade im fertigen Whisky,
Und das wollten wir so nicht hinnehmen. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht nach besseren Pumpenarten und sind dann in verschiedenen Pumpenarten fündig geworden. Letztendlich ist es die Schlauchpumpe geworden, die ein sehr schonendes Pumpverfahren darstellt. Medium tritt hier ein, hier ist ein Schlauch, tritt hier wieder aus. Und wir haben hier drei Rollen, die drehen sich dann um die Achse und schieben wie, man kann sich vorstellen, wie wenn man die Zahnpastatube am Schluss nochmal so ausdrückt, schieben das Medium dann ganz sanft und schonend über den Schlauch raus und so kann man pumpen. Und das hat uns überzeugt und die Ergebnisse sind so, dass man eben durch diese Pumpenart dann eben keine Aromen mehr kaputt macht oder beziehungsweise die Aromen erhält. Das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Ja. Nachdem wir nun alles über die Neuheiten in der Produktion erfahren haben, wollen wir jetzt mehr über die Lagerung wissen. Unser Weg führt nun aus Rüdenau hinaus, zunächst in Richtung Spessart, um dann erst nordwärts und wieder nach Westen zu führen. 20 Fahrminuten, aber gerade mal 7 Kilometer Luftlinie entfernt, befindet sich ein ehemaliges NATO-Munitionsdepot, in dessen Bunkern St. Kilian jetzt die Fässer einlagert. Das Lager im Wald liegt 250 Meter höher als Rüdenau und den Temperaturunterschied merkt man deutlich. Mario Rudolf weiht uns in die Geheimnisse hier ein. Ja, das ist erstmal herrliche Natur, wo wir hier stehen. Ja. Und wir sind auf einem 78 Hektar großen Gelände. Das nennt sich das Hainhaus, das ist ein ehemaliges NATO-Gelände. Hier befinden sich Munitionsbunker, eine der größten Bunkeranlagen, die die NATO überhaupt gebaut hat. Und wir haben das große Glück, dass wir hier Bunker anmieten können, ehemalige Munitionsbunker, um unseren Whisky lagern zu können. Das ist für uns von der Qualität her, vom Klima her eine ideale Lösung, wie ihr gleich sehen werdet. Wir werden uns das gleich das Innere mal anschauen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg hier hoch zu einem solchen Bunker. Und von denen gibt es eben 120 Stück auf dem Areal. Das heißt, wenn man bedenkt, dass wir 600 Fässer pro Bunker reinkriegen, da könnte man wirklich eine geraume Zeit Whisky einlagern und es löst eigentlich alle Wünsche oder Anforderungen, die wir an ein Whisky-Lager, im Endeffekt an ein Warehouse hatten. Und das ist ja nicht nur ein Bunker, den ihr gemietet habt, ihr habt ja mittlerweile schon mehr. Genau, 11 Stück haben wir mittlerweile schon gefüllt und da kommen jetzt dann stetig welche dazu. Unsere Produktion wird ja stetig erhöht, von dem her brauchen wir immer mehr Bunker und ja, sind wir schon zweistellig. Dann schauen wir mal rein, wie es da drinnen ausschaut. Leider kann man jetzt nicht riechen, wie es hier riecht. Ja, das ist das Geruchsfoto, das Geruchsvideo müsste man noch erfinden, weil das ist halt immer wieder herrlich, wenn man hier reingeht und kriegt natürlich, klar, wenn die Tür das erste Mal aufgeht, diesen vollen Geruch ab, den typischen Warehouse-Geruch, den man halt eben auch sich wünscht und ja, optimal. Ihr habt also 600 Fässer pro Bunker gelagert und wie ich sehe auch verschiedene Größen. Ne? Ja, also wir haben ja insgesamt eine wahnsinnige Fassauswahl, die seit letzter Woche sind wir bei 244 Fassarten und alles, was größer ist, also groß fängt bei uns quasi so ab 190 Liter, dem American Standard Barrel an, das lagern wir hier oben im Hainhaus und die kleinen Fässer haben wir derzeit noch in Rüdenau. Also nicht alle Fässer sind hier, aber es ist unser Hauptlager. Sag, wie oft kontrolliert ihr so die Bunker auf dem Bestand, ob alles in Ordnung ist? Wir sind ja wöchentlich hier oben und schauen dann immer mal durch, was bis passiert, ist irgendwo ein Fass undicht, gehen mal mit der Taschenlampe durch. Ist natürlich ein gewisser Aufwand, wird auch immer mehr, logischerweise, weil es sehr kleinteilig ist, aber das machen wir natürlich total gern, um dann diese Vorteile von den Bunkern, eben von der Lagerung hier zu erzielen. Es ist ja fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht in ein Warehouse gehen kann, ohne ein Fass zu öffnen. Und dankenswerterweise hat uns das Mario auch angeboten. Mario, wir stehen hier vor einem Fass. Was kannst du uns darüber erzählen? Das ist fast 3218. Ja, wir sehen hier, das sind neue Fässer, man kann es gut erkennen. Und wenn man jetzt ein bisschen Erfahrung damit hat, sieht man schnell, dass es ein Kastanienfass ist. Also es sind Kastanienfässer.
Die werden hier im Wasgau, im Trifels, im Pfälzischen, werden die eingeschlagen. Das ist also eine deutsche Fassart. Wobei Kastanienfässer ja auch ganz viel in Andalusien auch für Sherry eingesetzt wurden. Und also eine altbekannte Holzsorte auch für den Fassbau. Also nichts ganz Neues. Aber trotzdem immer wieder interessant. Wir haben uns jetzt entschieden, einfach mal da rein zu greifen, mal zu schauen. Ich habe die Infos gar nicht mal gerade parat. Das ist wie ein Blind-Tasting jetzt. Ist es mild, ist es rauchig? Wir werden es gleich feststellen. Wir werden es gleich feststellen. Ich habe schon gesehen, es hat auf jeden Fall die obligatorische, wahnsinnig dunkle Farbe, die wir auch immer erwarten bei so einer frischen Kastanienabfüllung. Wahnsinn. Ja, das ist schon ordentlich dunkel. Das ist schon ordentlich. Und machen wir hier dann noch ein POB mal zurück. So, bitteschön. Dankeschön. Können wir ein bisschen was zurück tun? So viel brauchen wir heute früh noch nicht. Ja, also das ist Wahnsinn. Kastanienfässer, die machen schon von der Farbe her richtig Spaß. Ne? Also man sieht es hier, richtig dunkles Braun, Richtung Mahagoni schon gehend. Toll, ja. Und die Überraschung ergab, es ist nicht traurig. Ja, da ist noch ein junger Spirit drin, das merkt man. Da haben wir einen ordentlichen New Make Charakter drin, aber das Fass kommt schon bei der Kastanie auch ganz angenehm. Die kommt ja nicht so brachial mit diesem geschnittenen Holzcharakter wie die Eiche durch. Die lässt dem Spirit mehr Luft, auch bei der Erstbelegung. Macht total Spaß. Ein bisschen was haben wir ja eingesetzt davon im One, ne, als Kopfnote. Ja, das Langevin. Das Langevin. Ich würde mal sagen, so aus dem Off, die Überraschung ist sehr angenehm. Mhm. Recht trocken. Ja, das Holz ist da, aber eben nicht so unangenehm. Es geht voll ins Nussige, würde ich sagen. Also auf Anhieb eine richtige Nussigkeit. Der Jumek ist doch schon ganz gut gewandelt. Also ja. Ganzer Jung ist es doch nicht mehr. Schön. Ja. Also mit 63,5% füllen wir nochmal ab. Dafür ist der Alkohol schon ganz gut eingebunden, finde ich, für so ein Virgin Chestnut Fass quasi. Wenn du schätzen müsstest, wie alt würdest du denn jetzt schätzen von dem Fass? Ja, jetzt, natürlich kenne ich auch die Nummer, aber der hat wahrscheinlich knappe 2 Jahre, würde ich sagen, bei der auf dem Buckel. Es gibt hier auf dem Gelände noch eine zweite Art Bunker, die ist etwas moderner und die unterscheidet sich auch schon ein bisschen vom Aussehen. Mario, erzähl uns was drüber. Ja, wir haben eine Bunkerart, die ist quasi schon in den 50er, 60er Jahren erbaut worden und das hier ist die modernere Art, die ist in den 80er Jahren nochmal nachgebaut worden, sodass man da letztendlich auf 120 Bunker gekommen ist. Also von denen gibt es weitaus mehr und ja, die ist auch von der Ausstattung her ein bisschen moderner, das merkt man, wenn man reingeht. Nicht schlechter, nicht besser, es gefällt uns genauso gut. Aber die massive Tür, die weist schon darauf hin, dass da irgendwo gegenüber den Türen bei den alten Bunkern wirklich massiv gebaut wurde. Und man braucht schon alle Kraft und 100 Kilo, die ich auf die Ware bringe, dass man diese Tür hier aufbringt. Und was dann auch interessant ist, gesichert ist sie eigentlich durch ein ja, nicht besonders großes Vorhängeschloss. Ne? Genau. Wir haben natürlich hier eine Einbruchmeldeanlage vor Ort, die uns alles absichert. Das ganze Areal ist ja super abgesichert, auch durch Doppelzaun. Natürlich, wie Sie es gehört, für ein NATO-Gelände mit Stacheldraht und allem drum und dran. Na, schauen wir mal rein. Ja. So, und hier sieht man jetzt, dass es sich hier um einen Gewölbebunker handelt. Also es ist doch ein bisschen andere Art. Er ist sehr viel länger und dafür etwas schmäler. Aber gut, nicht minder, nicht besser geeignet für die Lagerung von Whisky. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ja, alle Fässer, die größer als 350 Liter sind, hochgefahren mit einer Spedition. Viele sind 500 Liter Fässer, die sind jetzt hier in diesem Bunker eingelagert. Mhm. Und das ist der jüngste, den ihr befüllt habt sozusagen? Genau, ja. Der ist gerade erst dazugekommen und so breiten wir uns hier nach und nach aus. Was mir jetzt auffällt, ist, dass also die fast alle Fässer liegend gelagert sind. Dann haben wir aber hier eines, das steht. Ja, genau.
Also es wird ganz oft auch beim Seasoning von den Sherryfässern stehen gelagert. Und es gibt eine Küferei, Paez heißt die, sehr bekannt in Andalusien, die im Sherry-Gebiet eben Fässer küfert, die dann fürs Stehendlagern auch geeignet sind. Das heißt, die haben hier die Ringe so angeordnet, dass das Fass den Druck gut aushält. Hier oben ist jetzt der Propfen, hier kann man also eine Probe ziehen. Und deswegen haben wir dieses Fass hier mal gewählt, wollte das mal ausprobieren, das steht jetzt. Die anderen Fässer ist es ja üblich, dass man es eigentlich in diesen Fassgestellen, in diesen Metallgestellen liegend lagern, genau. Und das ist eben eine Besonderheit hier. Es gibt ja einige, die die Fässer grundsätzlich schon palettiert lagern, das heißt stehend. Ihr macht es nach wie vor liegend. Hat das beim Handling einen Vorteil oder Nachteil? Wie würdest du das sehen? Was natürlich unschlagbar günstig ist, ist Fässer stehend zu lagern, auch auf Paletten, auch platztechnisch. Es gibt aber ein paar Nachteile aus unserer Sicht, die wir eben nicht in Kauf nehmen wollen. Die Probenahme ist eins davon, also ich komme eigentlich schlecht ran. Wenn ich jetzt wie in Irland zum Beispiel natürlich ausschließlich zu fast 100% nur Bourbonfässer befülle, dann ist das alles nicht so wichtig. Aber bei der Fassvielfalt, die wir haben, wollen wir an die meisten Fässer drankommen. Und deswegen bietet sich das an, wenn man jetzt hier schaut. Man kann jetzt hier eben an einen Bang rangehen, kann hier eben eine Probe ziehen. Ja, da kommt man hin mit den Fassgestellen, da hat man Luft dazwischen und kann nach dem Fortschritt, gerade für eine junge Destille ist es ja wichtig, wenn man viele Fässer das erste Mal belegt, dass man den Fortschritt nach der Reifung dann einfach mit begutachten kann. Zurück in der Destillerie St. Kilian wollen wir mehr über die dort verwendeten Fasstypen erfahren. Ja, wenn man kurz bei uns über den Hof geht, dann sieht man einige Fassarten. Wir haben ja also nur die leeren Fässer hier auf dem Hof. Man sieht jetzt hier zum Beispiel ein Champagnerfass, also das Vorprodukt vom Champagner. Direkt ein Pinot Noir war da drin, also direkt aus der Champagner mit am Freitag bekommen. Aber auch Fässer, Ramandolo, wenn es was sagt, ein ganz spezieller Likörwein. Wir haben hier weitere Champagnerfässer, wir haben hier Brunello-Fässer neben Amarone und fällt mir der Name nicht ein, haben wir die drei großen Barolo, Entschuldigung, neben Amarone und Barolo ist Brunello einer der großen Weine in Italien. Ja, Tequila-Fässer hier drüben, 190 Liter, direkt aus Mexiko, Ex-Tequila-Fässer. Was erwartest du dir von den Tequila-Fässern für Geschmackskomponenten? Also wir haben schon Tequila-Fässer belegt gehabt und die haben sich danach wirklich großer Beliebtheit, die kleine Abfüllung erfreut. Das waren 30 Liter Fässer. Aber man kriegt dann eben diese Tequila, wie auch beim Mezcal, wo man demnächst auch Fässer kriegt. Ja, ach, so viele erdige Noten danach rein, die typisch für den Tequila sind, nach dieser Agavennoten, klar. Und ich denke, gerade in Kombination mit dem Raurigen wird es interessant. Also das war euer erstes Fasslager? Das war, genau. Also wir haben immer noch Fässer hier, man sieht es, aber wir haben mittlerweile diesen Multifunktionsraum, mit dem wir oft danach Flaschen abfüllen. Ja, also hier vor Ort, wir funktionieren halt jeden Raum dann irgendwo um. Haben wir ja schon kennengelernt, dass unsere Bunker City jetzt unser Hauptfasslager ist. Ja. Aber wir haben natürlich schon noch ein paar Raritäten hier vor Ort auch liegen, wie man jetzt hier sieht. Und ja, vielleicht wollen wir uns einfach mal die Misonara-Fässer anschauen hier und ziehen mal eine Probe raus. Okay. Wir haben hier eine Misonara-Vollreifung machen wollen, kein Finish. Einfach zu sehen, okay, die Misonara-Eiche, die ja als sehr spezielle Eiche auch bekannt ist, auch sehr schwer zu verarbeitende Eiche, wo die Fässer mal gern undicht werden, das haben wir hier zum Glück nicht. Wo habt ihr die Eiche hergekriegt? Direkt aus Japan. Da gibt es Küfereien, die uns das eben liefern können über gewisse Händler. Es ist schwierig, weil die Nachfrage sehr groß ist, aber es hat funktioniert in dem Fall. Und Ariake ist eben hier die Küferei, die das in Japan direkt auf Hokkaido gefertigt hat. Und der liegt jetzt schon ein bisschen mehr als 2 Jahre drin. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr beprobt. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Also in der Nase ist ja schon mal ganz unterschiedlich von einem Bourbonfass, würde ich sagen. Und du merkst schon, dass das ein bisschen enger, finde ich, den Fass so vom.
Und was man jetzt erwarten könnte bei einem frischen Eichefass, vielleicht auch so wie, ja, ein frisch geschnittenes Holz oder irgendwie so die Laktone. Nein, gar nicht. Ist gar nicht der Fall. Es riecht sehr harmonisch. Auch noch nicht nach viel, muss man auch dazu sagen, denke ich. Ne? Aber du kennst ihn in einer früheren Form, hat er sich weiterentwickelt? Definitiv. Ja. Und das finde ich jetzt schon bemerkenswert, weil Holz findet hier eigentlich gar nicht statt. Nee. Es ist ein wahnsinnig harmonischer Tropfen. Fruchtigkeit, was ich immer so erwarte, oder was ich immer so erwarte, und wenn ich hier irgendwo eine Misonara-Fassgeschichte mal probiert habe, war oft die Ananas ein bisschen im Spiel. Mhm. Und ich meinte, ich hätte sie gerade eben ein bisschen entdeckt. Aber vielleicht ist da ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken. Ich finde es unglaublich interessant. Also wir werden es als Vollreifen mal irgendwann rausbringen. Und ich glaube, es gibt nicht viele Misonara-Vollreifungen, die man beziehen kann. Nicht wirklich und aus Deutschland schon gar nicht. Ne? Das wird spannend. Ja, das wird sehr spannend. Also deine Nase ist sicher feiner als meine, aber ich finde diese Ananas nicht. Es ist so eine Südfrucht, ja. Ja, da bin ich. Ich glaube, ich wünsche mir die Ananas herbei, weil ich sie so mag. Bei den Warehouse-Tastings in Schottland, ich kann mich erinnern, bei Bunahaben haben wir auch Misonara fast dort mit dabei gehabt, beim Warehouse-Tasting direkt vor Ort. Ja, ob das mehr Show ist oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das hier ist eine Vollreifung, das wird ein ganz ehrliches Ergebnis rausbringen und da bin ich sehr gespannt. Ja. Und ja, wir haben ja noch ganz andere Fässer, die sehr speziell sind, wie hier zum Beispiel Jimenez Spinola, ist ein ganz hoch ja, dekoriertes Weingut direkt bei Jerez. Die machen wirklich auf sehr traditionelle Art ihren Pedro Jimenez. Mhm. Auch wirklich mit Trocknung auf der Albariza vor Ort und Bioqualität, das sind ganz tolle Fässer, die man dir direkt beziehen, haben wir direkt Kontakte. Hier haben wir Fässer liegen, das sind Hybridfässer, da ist Zedernbuche innen drin eingebaut und außen ist Eiche, die quasi den ganzen Korpus hält. Mhm. Ja, gerade die Buche als quasi der deutsche, das deutsche Holz, sind wir sehr gespannt, was daraus kommt. Oder hier Pinot de Charon, ein Fass aus den 40er Jahren aus Frankreich, irgendwann 43, 44 befüllt. Und Pinot de Charon ist ja eine Mischung aus Cognac und dem frisch gepressten Traubensaft, hat auch ein wahnsinniges Aroma. Das ist dann sozusagen die Spezialitätenhandlung von St. Kilian. Absolut, ja. Und das sind halt so einzelne Fässer teilweise. Ja, da ist man einfach nur froh, wenn man sowas mal kriegt, ne? So uralte Fässer und das Aroma dann eben konservieren kann. Ja. Und jetzt ist es an der Zeit, den neuesten Whisky von St. Kilian zu verkosten. Mario, ihr habt ja vor kurzer Zeit einen neuen Whisky auf den Markt gebracht, den St. Kilian 7. Eine Mischung aus verschiedenen Sherryfässern. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, hier steht das gute Teil, Signature Edition 7 oder wie wir ihn liebevoll nennen, den Siggy 7. Das hat sich jetzt so eingebürgert. Sherryfässer-Mix, genau, also Oloroso und Pedro Jimenez PX-Fässer hier. Diese zwei Sherryfässer sind ja die meistverwendetsten Fässer eigentlich aus dem Sherry-Bereich, die man vorfindet. 51,7%. Ja, wie für St. Kilian gewohnt, krumme Zahl. Aber wir entscheiden ja unseren Alkoholgehalt immer nach dem, was dem Whisky gebührt, was er braucht, ja, wo die beste Kombination aus Schärfe und Komplexität gegeben ist. Und so sind hier 51,7% rausgekommen. Ja, knappe 4 Jahre alt. Ja, wir sind ja noch nicht so alt im Geschäft. Und man kann sagen, wir haben so ein Drittel PX-Fässer und 2 Drittel Oloroso-Fässer. Wie kommt man auf die Mischung? Ja, auf die Mischung kommt man genauso wie auf den Alkoholgehalt, indem man einfach versucht. Also natürlich gibt es immer eine Grundidee, wenn ich jetzt an ein Produkt rangehe. Ja, erstmal, welche Grundrichtung wollen wir haben? Sherry war für uns irgendwie klar. Wir haben mit dem Sherry-Fass gelagerten vor, dem Raurigen, super Erfolge gefeiert, auch gerade in London, wo wir mit 6 Goldmedaillen abgeräumt haben beim Wettbewerb und haben gesagt, okay, das Pendant dazu, das fehlt uns irgendwie noch, das haben wir jetzt bisher noch gar nicht gebracht, wir wollen einen milden Sherry abfüllen. Das war also mal als Grundidee gestanden, okay, und dann geht's halt los. Ja, welche Kombination ist die richtige?
Und das kann man nur durch herausfinden, indem man gewisse Fässer eben begutachtet, sagt, okay, welche Kombination könnte hier interessant sein, wie kommen wir zum Ergebnis, das auch gefallen könnte. Genauso die Frage, wie soll der sherryfassgelagerte Whisky denn schmecken? Soll er eher eine extreme Süße mitbringen? Soll er eher trockener sein? Und das entscheidet schon mal ganz massiv, ob ich mehr Oloroso oder PX-Fässer ansetze. Ja, wir sind jetzt beide eher Praktiker als Theoretiker. Darum würde ich sagen, schenken wir mal ein. Jawohl. In dem Fall war es halt eben der Gedankengang, okay, wir können den mal ein bisschen trockener entscheiden lassen. Dankeschön. Entscheiden lassen. Mhm. Und da der Oloroso doch eher den trockeneren Charakter mitbringt, überwiegt hier mit 2/3 der Oloroso. Und der Pedro Ximenes, der sehr viel Süße mitbringt, ja sehr aufgeladene Noten inne hat, der ist quasi etwas im Hintergrund hier. Mhm. Schöne goldene Farbe. Und die Nase, das ist sehr definiert Sherry. Also da weiß man, dass man nichts anderes im Glas haben kann. Merkt man sofort, ne? Ja. Versetzt einen immer so ein bisschen, ich denke jetzt zurück an unsere Andalusien-Reise, wirklich in den Reifekeller bei den Bodegas. Das ist wirklich, das ist der Geruch, der einem da entgegenkommt, da oft mal so ein bisschen, ja, Keller, nenne ich das oft mal so, Keller, so ein bisschen feuchtes Holz, muffig, aber überhaupt nicht im negativen Sinne, sondern das ist einfach der typische Geschmack, auch den das Solera-Verfahren bei dem Sherry hervorbringt. Und der findet sich dann eben in so einem Produkt dann wieder. Dann Slange. Slange. Diesen trockenen Charakter, den hat er auch ein bisschen am Gaumen, finde ich. Definitiv. Und er hat eine gewisse Schärfe. Ne? Aber trotzdem sind wir bei der 51,7% geblieben. Das war die beste Kombination. Ich habe hier so eine pfeffrige Schärfe. Nicht unangenehm, aber man merkt ihm halt auch schon noch sein junges Alter. Ja. Das ist ganz einfach. Obwohl, ich muss sagen, wir haben den ja auch in diesem Live-Tasting mitverkostet. Ja. Und diese Schärfe verschwindet nach den ersten 2 Schlucken. Ja. Also da kommt dann eher die Fruchtigkeit durch, die schönen Rosinennoten und das Ganze. Und was ich auch unglaublich finde, es ist so eine Schokoladeneis, Kakao-Note. Ja. Das war, ich habe auch schon mal Kaffeenoten gehabt. Gerade im Moment überwiegt für mich wieder ein bisschen so schokoladig. Also, ja, doch. Immer wieder eine Entdeckung. Ne? Auch unterschiedliche Orte, wo man sowas verkostet. Jetzt sitzen wir hier gerade in unserem schönen Hof. Mhm. Wenn ich es im Warehouse verkoste, kommt was ganz anderes mal raus. Das muss man auch immer wissen. Vielleicht reden wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen über diese Editions. Das ist jetzt die 7. Habt ihr vor, das noch weiter fortzusetzen? Wir müssen ja. Wir können ja gar nicht anders. Wir sind ja experimentierfreudig hoch 10. Und ja, also wir haben uns da kein Limit gesetzt, sondern wir haben gesagt, okay, immer dann, wenn Produkte bei uns ausgehen, das war gerade wieder der Fall, dann lassen wir uns was Neues einfallen. Wir bringen was Neues. Wir wollen die ganzen Facetten von St. Kilian zeigen. Wir haben uns ja von Anfang an auf die Fahne geschrieben, eben ultra viele verschiedene Fässer zu belegen, verschiedene Mashbills zu fahren, verschiedene Malzmischungen. Und dann wollen wir dann natürlich auch nach und nach zeigen, was wir so haben, was wir so können. Ja. Und aus dem einen oder anderen generiert man dann mit Sicherheit auch später mal vielleicht einen Standard. Ja. Wenn du jetzt zurückdenkst über diese ganzen 7 Editionen, die ihr gemacht habt, was war eigentlich für dich das erstaunlichste Learning, das du für dich hast rausziehen können? Gibt es irgendwas, was du sagst, das hat dich überrascht? Das ging eigentlich beim One schon los, ja. Also es ist ja auch für uns Neuland, gewisse Dinge zu machen. Es ist ja nicht so, dass wir hier 100 Jahre Whisky-Tradition haben und genauso geht es mir, ich bin ja Braumeister. Gerade beim One, diese Komposition, wo man wirklich spielen kann, dann auch mit den Kopfnoten, sagen wir das Kastanienfass, das wir hier eingesetzt haben. Basisnoten, Kopfnoten und dann auch noch einen Körper mit Sherryfässern dazu bringt. Also dieses Spiel, das war schon erst einmal total, hat es total Spaß gemacht, weil man sowas überhaupt machen kann, weil man solche Fässer da haben. Aber wie man da den Whisky beeinflusst, also das war schon phänomenal und auch interessant. Aber andererseits, wenn ich den Tu nehme, diese Entdeckung, dass diese Amarone-Fässer erstens mal so gut ankommen, diese Lagerung, zweitens mal, wie tief das Produkt durch die Amarone-Fässer wird, das ist für uns dann auch ein Impuls gewesen, deutlich mehr seitdem
auf Amarone-Fässer auch zu setzen. Mhm. Also es ist für uns eins von unseren drei großen Standbeinen mit Bourbon, Sherry und Amarone. Also es, jede Signature Edition gibt uns auch gewisse Erkenntnisse, die wir direkt umsetzen. Und das ist auch der Sinn dahinter. Ja. Okay. Und kann man davon ausgehen, nachdem der 7 jetzt ein milder war, dass wir beim 8er wieder einen rauchigen sehen werden? Wenn wir nicht vorher komplett leer getrunken waren und keinen milden mehr da haben, wird es wahrscheinlich so sein, ganz klar. Wir haben jetzt gerade im Moment den Vorjahr noch am Verkauf. Mhm. Den 3 gibt es schon immer, das waren die zwei rauchigen. Und ich würde davon ausgehen, dass es auch dann so in die kalte Jahreszeit dann wieder passt, wenn wir im Herbst dann gegebenenfalls da eine 8 und eine rauchige 8 bringen. Aber sag niemals nie, wir wissen das noch nicht. Ja? Dann Mario, danke ich dir für die Zeit und für die interessanten Dinge, die du mit uns geteilt hast. Und ja, es war sicher nicht unser letzter Besuch hier in St. Kilian. Auf das, ins Lange. Sehr gerne, immer wieder. Auch ich danke, ins Lange.